Jo, hallo und herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ja, der Dirk quatscht wieder alles zu. Ja, wir sind jetzt mit zwei Kameras unterwegs. Ich bin der Dirk. Ich bin die Sonja. Und was gibt's Schöneres, als bei 4 Grad und Regen ein Wochenende irgendwo draußen zu verbringen? Dann nehmen wir euch mit. Aber was haben wir denn auch Anfang Dezember anderes erwartet? Also bestimmt keine 25 Grad und Sonnenschein. Wir sind jetzt auf dem Weg an die Meisenthaler Mühle, die unseren Kanal schon länger sehen. Die wissen, da waren wir schon mal. Da war aber besseres Wetter. Es soll aber schneien oben in der Gegend rund um Daun. Und kommen noch ein paar liebe Freunde dazu heute und morgen. Und von daher machen wir gemütliches Wochenende. Jetzt geht's erstmal da hoch. Tja, kurzer Stopp beim Aldi. Hier in Ulmen gibt's Edeka, Norma, Netto, Lidl und Aldi. Ist also so eine Metropole hier oben. Braucht's so viele Supermärkte in einem Ort? Schreibt das mal unter die Kommentare. Ich find's ein bisschen überzogen. Aber wir gehen hier noch dem Tipp einer Arbeitskollegin nach. Hier soll's noch bei Aldi einen günstigen, lieblichen Wein aus Ungarn geben. Den wollen wir natürlich mal noch testen. Und es schneit wie Hulle. Schaut euch das mal an hier. I was praying down on my knees and I still can't believe you showed up out of the blue. I'm so happy it hurt when they walked out the door. Happy they left my heart broke on the floor. Happy I don't have to fight anymore. Had to leave it behind me so real love could find me. You opened my heart, set fire to my soul. I didn't see it coming, so how can I know? All of those tears, they were worth it. And baby, you and me, we deserve this. So happy years. Happy richtig schneit es hier oben irgendwie nicht. Also schneit schon, aber es bleibt nicht liegen. Ja, hier waren wir schon mal. An der Meisenthaler Mühle. Schöner Stellplatz. Hatte die Woche angerufen. Sagt er, ihr braucht nicht reservieren. Bei dem Wetter kommt eh keine Sau. Tja, mehr braucht es nicht. Kuchen, Bier, Holz. Ende. Ja, die Anregung unseres sächsischen Freundes Claudio habe ich natürlich übernommen. Statt der Mordsteile habe ich jetzt die hier. Ja, da kommen die Federn rein und das Ganze dann damit. Und das werde ich jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Ne, in den Boden gehen die nicht rein. Schade. Na, man muss sich nur ein bisschen zu helfen wissen. Aber da oben kommen auch Olli und Tina mit ihrem neuen Bürstner. Bin mal gespannt. Da kommt er. Tja, so sieht ein Harmonilein aus. So, jetzt wird noch mal ein bisschen beigeparkt. Der hat auch eine Markise. Oh. Das sind die Kroatien-Urlauber. Scheiße. Oh, jetzt jammer nicht rum. Hallo. Oh. Du nass. Du kannst stolz sein. Ich kacke heute autark, ich schlafe das autark. Das kommt jetzt alles aufs autark. Video, ne? Alles super. Du hast neulich gesagt, in dem letzten Video, ich brauche Strom und Wasser. Nee, brauchen wir jetzt nicht mehr. Diesmal nicht. Ich lerne. Schön, dass ihr und da seid. Und kein Klo mehr. Danke.
Ja, die haben natürlich die kürzeste Anreise und war ganz schön lange. 10 Minuten waren die 10 Minuten. Ja, ne? So, von der Sackmarkise geht es jetzt zu einer Kassettenmarkise und Olli muss uns das jetzt zeigen, wie es geht. Er hat es schon mal geübt zu Hause. Nein. Doch, du schaffst das. Ah, guck mal. Guck mal, hey. Wunderbar. Wer schafft das? Natürlich. Ja, jetzt fehlt noch ein Kastenwagen und dann wären wir für dieses Wochenende vollzählig. Ja, ich hab's dann doch noch in den Boden bekommen hier. So, jetzt wären wir komplett. Irgendwie sind wir noch ein bisschen mit den Markisen nicht einig, aber das wird schon. Wir müssen ja irgendwie sehen, dass wir den Highfire noch stellen können. Also im Winter schon. Warum nimmst du deine Kappe eigentlich vorne nicht ab? So, jetzt haben wir das erste Mal 6 Leute im Wohnmobil sitzen. Ne? Gut, dass wir so ein großes Auto haben. Da bin ich froh, dass wir die L-Sitzgruppe haben. Und das, die nächste Mahlzeit nehmen wir dann draußen und irgendwann setzen wir uns mit allen 6 Mann noch drüben in den Bürstner. Ja, dann werden wir den noch ein bisschen schmutzig machen. Also es gibt Menschen, denen gefällt das da so, ne? In der Ecke zu sitzen, ne Lars? Es hätte die schlechter treffen können, ne? So, und während da hinten Olivers Reisen in die Kamera quatscht, hol ich jetzt mal das Holz und den Highfire raus und dann machen wir uns erstmal warm. Weil, aber hat ganz gut funktioniert mit 6 Leuten da in der L-Sitzgruppe. Kennt ihr das? Ein halbes Jahr lang hat man den Highfire an einer Stelle im Wohnmobil und dann hat man ihn aus irgendwelchen Gründen umgeräumt. Aber man rennt erstmal wieder dahin, wo er erstmal war. Egal, also andere Seite. So, also erstmal ein bisschen Kleinholz machen. Holz machen. Ein bisschen hast du was drin, ne? Wärst du bitte noch so ein bisschen deine Mütze mit? Vielen Dank. So. Das geht auch ohne Grillanzünder. Und dann bringst du? So, jetzt hier wird noch Glühwein für die Mädels. Was heißt so? Ja, ich hatte jetzt vergessen, die Kelle direkt mitzunehmen. Oh, ein Skandal. Ach, und da jetzt unten drunter noch ein paar Pfännchen mit geschmolzenem Käse. Oh, da wäre ich sofort dafür. Oh. Hast du Käse? Nein. Hast du Pfännchen? Pfännchen haben wir immer dabei, aber kein Käse. Soll ich Louis anrufen? Er soll uns Käse mitbringen. Was für ein Käse? Ja, Raclette. Ja, gut, das wird hier. Mmh, sehr schön. Besorg ich mal die Schöpfe. Ist doch gut. Das ist noch eine ganze Ecke. So, probiert und er braucht noch. Ja, die Zange. Ich hab's auch du möchtest die Zange, ja, Moment. Bitte sehr. Alles selber vorbereitet. Muss nur der Elektriker. Also, ich will jetzt über die Würstchen mein Lebtag nichts mehr hören. Die sind jetzt auf dem Punkt. Hast du, für eine Hast du gut gemacht. Also, ja. So, ihr wisst, was jetzt kommt. Den Rest wollt ihr mit Sicherheit nicht mehr sehen, wenn es hier noch rum gibt. Und wir sitzen schön noch am Lagerfeuer, aber die Bilder habt ihr schon 100 Mal gesehen. Ich hoffe, dass wir morgen früh, wenn wir hier wach werden, mitten im Schnee stehen. Nein. Ist so ein bisschen nein? Nee. Schade. Der Ortskundige sagt, es gibt keinen Schnee heute Nacht. Ortskundige. Naja. Also, schlaf gut. Bis morgen früh. Ja, erstmal guten Morgen hier oben. Von der Meisenthaler Mühle. Hm. Ah, Moment, ihr seid zu hell. So. Hatte eigentlich mit ein bisschen Schnee gerechnet heute Morgen, aber das war dann wohl nix, ne? Da kommt auch der Herr Olli. Tja, was ist mit Schnee? Der ist bei uns. Wir sind hier zu tief. Wir sind hier zu tief? Ja, aber schade trotzdem. Jo, kleines Problem hier heute bei der Thule. Markise heute Nacht wohl irgendwie reingefahren oder reinfahren wollen, weil sie ein bisschen geschlagen hat im Wind. Aber da war natürlich oben auf der Markise war Eis drauf. Ne? Und jetzt ist die
wunderschön festgefroren. Wir grinsen wieder raus, noch rein. Und bei heute minus 2 Grad habe ich da auch keine Lösung. Außer dem Föhn. So, dann werden wir mal die Vorbereitungen für ein gepflegtes Rührei treffen. Aber Feuer mache ich deswegen jetzt nicht. Oh, hier war heute nachts Licht an. Na, Trauma. Und die Pfanne. Boah, ist das duster. So. Dann machen wir nämlich hier schnell wieder zu, da ist es nämlich warm. Boah, so. Tja, müssen wir morgen früh irgendwie aufpassen, wenn wir unsere Markise dann reinmachen. Da nichts passiert. In der Ruhe liegt die Kraft. Oh, rutschig. Das sieht doch mal ganz gut aus, ne? Aber das sind angeblich 5 Eier. Hm? Viel ist das nicht. Könnte mal bitte jemand öffnen? Winken hilft nicht, Herr Olli. Wenn ihr das alles selber macht, ne? Was seid denn hier alle für Weicheier? Ja, Weicheier ist so schön in warmen. Ja, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich draußen Rührei alleine gemacht habe. Du hast, damit die Rührei dann erst so spät fertig werden. Wir haben ja alle Hunger. Ne? Moment, ich rutsche mal da durch. Einen wunderschönen guten Morgen, ich grüße euch. Ja. So, jetzt haben wir hier auch mal ein Bild. Ja, hier passen 6 Leute an den Tisch. Vor allen Dingen die Betonung liegt auf Tisch. Tisch, ja, vor allem passen hier 6 Teller auf den Tisch. Ja, das kannst du bei uns, kannst du es vergessen. Hättest du halt ein gescheites Auto gekauft, ne? War ein Scherz. Das ist nicht mein Freund. Die Flasche, ne? Es muss blöppen. Es muss ja, auch nicht blöppen. Super, das war auch ein Knaller. Das ein Knaller im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ey. Hast du schon Löcher in die Decke gemacht? So, hier beginnen jetzt unter der fachlichen Leitung von Lars die Reparaturarbeiten. Die ist eingefroren. Die Leiter sieht aus, als hätte sie schon ein paar Jahrzehnte. Ja, hat sie auch. Da war eben gerade eine Muschi drauf. Hinter sich? Jo, dann kommt dann auch mal wieder eine Ecoflow zum Einsatz. Hier haben wir jetzt die Delta Max, aber in der kleinen Variante. Sind übrigens im Moment alle ausverkauft bei Wattstunde. Aber ihr wisst, wenn ihr sonst noch irgendwas braucht, jetzt vor Weihnachten mit Avanti 5 gibt es immer noch 5% bei Wattstunde. Muss ja nicht direkt eine Ecoflow sein. Reicht ja auch ein Solarpanel oder sowas. Schaut da einfach mal rein. So, hier wird jetzt... Ah, das ist ja mal eine Steckdosenleiste. Was ist das denn? Nee, was eine schöne Farbe. Das Problem wäre dann mit einem Föhn wieder gelöst. Sehr schön. Du musst
So kalte Finger kann ich dir sagen. Ist ja. Gleich haben wir ein Loch in der Markise. Ja, genau, aber dann haben wir direkt den Übeltäter auf der Kamera dazu. Komische Veranstaltung dieses Wochenende. Alle hängen in den Wohnmobilen ab. Anscheinend ist es zu kalt. Selbst die Herren der Schöpfung lassen sich noch nicht mal hier auf ein Bier blicken. Also, da wünscht man sich ja schon fast Kai aus Marokko wieder zurück. Ne? Nee, also, das war ein Scherz. Ich mache jetzt mal Feuer. Und vielleicht kommt ja dann der ein oder andere mal auf ein Bierchen raus. Also. Ach, so schlimm ist es nicht. War nicht ganz einfach, aber jetzt will's. Ich doch ein bisschen windig hier. Also mit dem, boah, hier ist in dem Weitwinkel, sehe ich ja aus, als wäre ich das Michelin-Männchen. So, jetzt müssen wir hier dem ehemaligen Wohnwagenfahrer mal so ein bisschen erklären, wie das so läuft, hier mit freistehen. Ich muss mir erst meine Skiunterwäsche richten. Er hat Skiunterwäsche. Natürlich. Einmal mit einem Selfie-Stick filmen, ne? Wollte ich schon immer mal machen. Olli? Das ist ein langer, ne? Richtig, das ist ultra lang. Ich kann aber noch länger. Ich kann noch länger. Warte mal. So. Alter, das ist ja mal heftig. Das ist ein Stick, ne? Hast du ein langes Teil? Hab ich ja. Schnell und einfach Rezepte und die. Das ist richtig guter Kuchen. Schmuna. Ja, danke, danke. Nicht so viel. Einmal einen Schwung. Kein so. Machen wir noch ein bisschen Werbung. Für Bikeholder. Es wärmt trotzdem unten in der Heckgarage. Also es ist nicht ganz. Warum tut man das? Ne? Ja, hier durch dieses Tal geht auch ziemlich der Wind durch. Merkt man auch hinten, wenn man am Lagerfeuer sitzt. Und deshalb sind wir ganz froh, dass wir eigentlich nur mit 3 Autos unterwegs sind. Weil mit 6 Leuten passen wir in die beiden TIs wunderbar rein. Auch zum Essen. Und mal gleich mal noch grillen. Und ich denke, den Abend werden wir dann gemütlich wieder in irgendeinem Wohnmobil verbringen. Ja, da haben die 2 sich dann auch aus der Not heraus ein schickes Wohnmobil noch gekauft. Ja. Harmony Line. Jo, kommt auch von Niesmann Caravaning, kommt aus der Vermietung. Und ja, längs Einzelbetten Grundriss, ne, habt ihr ja gesehen, vorne mit L-Sitzgruppe. Also ähnlich wie bei uns, halt nur hinten dann die Längsbetten. Gut, da sieht man jetzt, Olli ist nicht so der Freund für die dezente Beklebung. Aber jeder Jeck ist anders, wie wir hier im Rheinland sagen. Ja, und während die faule Bande da drin sitzt, bleibt das wieder an mir, hier Feuer zu machen. Das sind Kerle. Hat der zu mir gesagt, Alter? Der hat Alter gesagt. Das ist allerdings nicht ganz richtig. Da wird ein Salat gemacht. Was Gesundes. Das waren die Würstchen.
Wo ist denn der Salat? Da oben ist der Salat. Das ist der Salat. Ja, das waren die Würstchen. Das ist auch gesund. Das ist mein Salat. Ja, da oben die LED-Leuchte von der Thule. Die juckt mir auch noch in der Nase. Mal gucken. Irgendwann nächstes Jahr. Weil hier ist dann doch ein bisschen eher dünn, ne? Mit Licht. So, haben wir gerade die Gelegenheit genutzt, die Markise reingefahren. Dann habe ich schön trocken. Wieder erwarten. Dann sollten wir da morgen keine Probleme haben. So, das sieht doch gut aus. Na, also hier vertragen sich auch vegane Würstchen neben normalen Würstchen. Alles gut. So, wir sitzen mal wieder in dem neuen Bürstner. Da ist auch der stolze Besitzer. Ja, absolut. Ja, dann haben wir da Nudelsalat. Wo kommt der her? Den habe ich gemacht. Vegan? Ja, klar. Klar, logisch. Wo ist denn der unvegane Kartoffelsalat von gestern? Da oben. Ich hätte den vielleicht besser noch mal abgeschmeckt. Fällt mir leider ein. Wird schon gehen. Ja, ich habe die veganen Nussecken überlebt. Überlebt. Reingesetzt hat er sich. Die waren lecker. Ich hätte auch gerne noch. Dirk, warum hast du mir aus meinem Teller umstoßen? Oh, das ist die längste Sekt. Möchtest du mal erzählen, was du gemacht hast? Ich habe gedacht, das, was mir mit dem Sekt passiert ist, passiert mir mit dem Essen auch. Mensch, guck mal, du hast. Und das gibt's exklusiv nur bei Avantio Tour zu sehen. Dirk, guck dir das hin hier. Ich brunz mir gleich in die Hose. Nee, jetzt nicht noch auf die schönen Sitze. Also Just, das, du lutscht ja auch alles ab. Nicht den Pulitzerpreis kriegt, dann weiß ich nicht. Also bevor hier das Niveau in dem Bürstner Wohnmobil noch weiter sinkt, machen wir mal Schluss für heute. Weil er hat schon gekleckert und jetzt sind hier Themen dran, die sind einfach nicht jugendfrei. Das ist nicht wahr. Du bist still jetzt. Morgen früh geht's hier weiter. Ganz gesittet. Drüben bei uns im Hümer. Ich bin schon rotwissig. Aber nur weil es warm ist. Dann liegt am Cognac. Ja, Hektik am frühen Sonntag. Damit erstmal guten Morgen. Ja, macht mit Hundebesitzern Urlaub. Wir hatten auch mal welche, aber die haben da wenn sie lange gepennt. Noch keine 21:45. Hier wird hier schon zum Frühstück gerufen. Die sind schon fast fertig. Naja, gehen wir mal rein. Gucken wir mal, ob es noch was gibt. So, jetzt wollen wir mal gucken, wer ist jetzt verantwortlich für diese frühe Hektik? Keiner. Die haben gesagt, dürfen wir zu dir ins warme Wohnmobil kommen? Habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Wieso? Wir brauchen die Heizung nicht. Ja, und während in Villa Riba noch gefeiert wird, wird in Villa Bajo schon gespült. Mal den Grill noch wegräumen. Und ich glaube, dann machen wir uns langsam über den Nürburgring Richtung Heimat, weil so doll ist es hier nicht mehr, ne? Aber auch solche Videos muss es geben. Wir haben halt nicht die tollen Alpen vor der Haustür, wie Kai das dann an jedem Wochenende zeigen konnte. Aber war ganz nett. Ja, und hier der Wohnmobilstellplatz an der Meisenthaler Mühle in der Nähe von Kellberg. Ist wiederum in der Nähe von Daun. 10 Euro die Nacht. Völlig in Ordnung. Und halt der große Vorteil hier, man stört sich hier auch nicht an einem Lagerfeuer. Gerade jetzt auf einem Highfire kann da nichts passieren. Ja, den machen wir jetzt mal sauber, räumen den weg und dann müssen wir noch innen drin das Auto auf Vordermann bringen. Boah, macht euch kein Bild, wie kalt das hier im Wind ist. Wenn man hier am Wohnmobil steht, geht's. Aber sobald man nur einen Schritt hier raustritt, boah. So. Ja, der hat auch gelitten mittlerweile durch die Europaletten, die wir dummerweise verbrannt haben. Da sind jetzt überall Durchbrennungen drin von den Nägeln. Also solltet ihr auf keinen Fall machen. Bei dem Highfire immer nur Material nehmen, wo keine Nägel dran sind. Ihr Lieben, das soll's gewesen sein für dieses Video. War jetzt nicht so spannend wie sonst. Alle winken. Alle müssen winken. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Darf ich gleich fernsehen? Ich wundere mich nur, dass der andere YouTube-Kanal hier die Kamera nicht anhat. Das ist Betrug am Abonnenten, was du machst, ne? Ja, ich weiß. Ja, mach mal. Also. Muss man nicht alles wissen. Also. Jetzt geht er. Also.
Schaltet auch mal bei Olivers Reisen rein. Wir sagen danke, macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.